Warning, the self-destruct system has been activated. Each train compartment will detonate sequentially. Repeat. What? Leon, stop the train! I can't. The door to the control room is locked. What? What is it? Sherry, get back! Sherry? I'm okay. Where's Leon? Leon? Leon! Right here. Leon! You're both safe. Just die. We've got to get out of here. Move it! Go! Was a close one. That was pretty impressive back there, Sherry. It was nothing. I saw someone do that on TV once. Come on. We've got to move out. Now what's the problem? Is something following us? Hey, we still have a job to do. Let's go. Go? Oh, you can't mean... Chris, I have to find you. Genau, Leute. Und dieser kleine Hinweis verweist uns auf Resident Evil Code Veronica X, in dem Claire dann ihren Bruder sucht. Damit ist dieses Let's Play vollständig komplettiert. Es hat mir Spaß gemacht, auch wenn jetzt der Schluss wieder ein bisschen nervenaufreibend war, aber das muss ja so sein. Und ich bin jetzt mal auf mein Ranking gespannt, weil ich jetzt ja leider zwei Sprays benutzt habe. Ich denke mal, ein B wird es nicht werden. Ich denke C oder D Ranking. Mal gucken. Aber es war ein cooles Let's Play. Und wieder coole Musik am Ende. Es fehlen so ein bisschen die Eindrücke und Bilder, die sonst immer kommen am Ende. Na gut, dann nutze ich die Zeit und erzähle euch von meinem kommenden Projekt. Also es wird auf jeden Fall Resident Evil Nemesis, sprich Teil 3 kommen, keine Frage. Und ich mache erstmal wieder ein kleines Let's Play zwischendurch, das jetzt ein bisschen aus der Reihe fällt, zu meinem bisherigen. Das Spiel nennt sich Alien Trilogy. Das ist auch ein älteres PS1-Spiel und ist schon so eine, ja, schon mehr so ein bisschen Ego-Shooter-mäßig. Aber halt nicht so extrem wie diese neuen Call of Duty Spiele oder sonst irgendwas. Also es ist schon so ein bisschen, ist auch noch ein bisschen gruselig und mysteriös gemacht. Und ja, da werden wir dann die Rolle von Ellen Ripley übernehmen, die man ja aus den besagten Alien-Filmen kennt. Das Spiel Alien Trilogy beinhaltet praktisch die ersten drei Teile der Alien-Saga, die meines Erachtens auch die besten Teile sind. Und damit wird es dann weitergehen im nächsten Let's Play. Das sei schon mal verraten. Jo, dann genießen wir jetzt noch mal eben kurz die letzten Klänge ohne meine Kommentare und warten auf das Ranking.
Resident Evil 2. Okay. So, Claire, was haben wir denn jetzt erreicht? Gib mir wenigstens ein C, komm. Das muss noch drin sein. Ich habe ein B erreicht. Ist ja geil. Ach, da bin ich zufrieden. Das ist gut. Beides mal mit B. Und diesmal haben wir 3 Stunden, 21 Minuten und 11 Sekunden gebraucht. Ich meine mich zu erinnern, dass wir bei Leon auch was mit 11 Sekunden am Ende hatten. Haben wir jetzt eigentlich länger gebraucht? Ich glaube, ne? Doch, müsste eigentlich sein. Werde ich dann sehen, wenn ich es komplett zusammengeschnitten habe. Okay, Leute. Mal gucken, ob wir noch irgendwas kriegen an bonusmäßig. Nee, sieht nicht so aus. Dann werde ich noch mit euch zusammen abspeichern. Da steht wahrscheinlich jetzt Leon wieder, oder was bist du? Ja, es kommt wieder Leon. Okay. Das war's von mir aus. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Euer Alex. Auf Wiedersehen. Halt, stopp, noch nicht auf Wiedersehen. Da kommt doch noch was. Kleinen Moment. Ach, guck mal an, da ist Brad. Brad, einer der Stars, wurde zum Untoten. Er treibt sein Unwesen im Polizeirevier und trägt einen speziellen Schlüssel bei sich. Suche ihn und hilf ihm, seinen Frieden zu finden. Erreichen Sie das Polizeirevier, ohne irgendwelche Gegenstände zu bekommen. Das ist das, was ich euch eingangs bei Leon erzählt habe. Da steht's also nochmal. Wahrscheinlich ist es ab jetzt erst möglich. Gut zu wissen. Dann hätte ich mir die Mühe also gar nicht machen brauchen. Gut, wissen wir das auch. Hier sind wir im Hauptmenü. Okay, das war's, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit... Oh, weiß gerade nicht so passend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit... Resident Evil. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.